Willkommen zurück zu DOS 2. Irgendwer redet mit Sir Gareth. Wir sind wieder da. Konrad ist ein bisschen stumm heute, aber das macht nichts. Wir haben trotzdem was vor und ihr seht schon, wir sehen ein bisschen anders aus als bisher. Konrad sieht jetzt aus wie ein irischer Kobold als Zwerg und ich sehe aus, keine Ahnung, wie, ich sehe cool aus. das liegt daran, dass wir offscreen ein paar Sachen gemacht haben. Ich erzähle euch das mal kurz, damit ihr up-to-date seid. Also wir haben, einmal haben wir mit Bless ganz viel rumgewuselt und Sachen ausprobiert. Und dabei haben wir unter anderem, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Historian, das war der brennende Typ hier, wo wir auch noch den Marker auf der Map haben. Den konnten wir löschen, nicht wie die Schweine, indem wir einfach Bless auf ihn zaubern, das hatten wir ja schon ausprobiert in der Folge. Wir mussten erst Blood Rain auf ihn raufcasten, das ist irgendwie ein Skill, den Konrad kann, dann regnet das Blut und dann Bless auf ihn machen, das hat funktioniert. Die Truhe in Brakkos Rex Tower, ihr erinnert euch noch, da war so eine Truhe, die wir nicht öffnen konnten. Wenn man da Bless draufcastet, kann man die danach öffnen. Und da waren tatsächlich, wie angekündigt, die Claws of the Devourer drin. Die sind wohl richtig krass, hat Konrad gesagt. Aber so ganz genau wissen wir das auch noch nicht. Die sind so Teil von einem Set und wenn man das Set hat, ist es wahrscheinlich erst richtig krass. Mal sehen. Wir müssen also den Rest noch finden. Gucken wir mal. Dann haben wir die Schuhe vom Captain. Die fehlten uns ja noch. Die haben wir gefunden beim Abandoned Camp, also da, wo die Leute gekreuzigt sind. Die waren da in einer vergrabenen Truhe, die wir nur finden konnten, wenn wir hier da irgendwie gut gebufft waren für Suchen mit diesem Witz. Und dann war die auch noch verschlossen, dann konnten wir die nicht aufmachen und dann hat Konrad irgendwen rekrutiert für unsere Gruppe, der ein bisschen Thievery hat und dann musste der rüberlaufen und hat die Truhe für uns geöffnet. Dann haben wir die Schuhe rausgeholt und haben den Typen aus der Gruppe gekickt. Deswegen ist er auch nicht in unserer Gruppe, damit wir weiterhin Lone Wolf haben. Genau, was haben wir noch gemacht? Die Unterhose des Tyrannen, die fehlte uns noch. Die war in einer der Statuen bei den Souljars von Lord Withermoor. Und die, da brauchte man auch irgendwie mehr Wits, damit man die findet. Das hat Konrad auch irgendwie gemacht. Der hat sich noch erinnert, dass da eine Unterhose steckte. Und die habe ich jetzt auch an. Also das, die gehört zu dem Tyrant-Set. Und wenn man das komplett hat, so wie ich jetzt, dann sieht man eben so krass aus und hat den Purge-Skill. Zeige ich euch gleich mal, was der kann. Zeige ich euch am besten jetzt mal, was der kann. Ihr seht den hier. Da, Purge. Kostet einen Action Point und damit kann man consume a corpse to gain a source point or steal a source point from a living character. Also damit kann man Leichen kaputt machen und kriegt einen Source Punkt. Das ist ziemlich nice. Dann kann ich nämlich mehr Bless zaubern, indem ich Leichen aufesse. Wir haben auch rausgefunden, dass das mit dem Face Ripper, also die ganzen Gesichter abreißen, das bringt uns nichts. Aus den Gesichtern können wir am Ende sowieso nur die Mask of the Shapeshifter bauen und die haben wir schon. Das heißt, das nützt uns nichts, brauche ich also nicht mehr machen. Naja. Genau, dann haben wir irgendwie neue Skills gelernt, glaube ich. Shackles of Pain habe ich hier neu dabei. Außerdem können wir jetzt den Dome of Protection machen und dann habe ich hier noch Death Wish. Das sehen wir alles, wenn es in Aktion ist. So, ich gehe jetzt mit dem Bären reden. Wie geht das? Wo ist der? Konrad hat mir eine Markierung gemacht. Hier ist der Bär. Genau, da muss ich jetzt hin. Da gehe ich also hin und rede mit ihm. Zack. Quick Travel. Huh. So, wo ist jetzt der Bär? Nochmal auf die Map. Kann ich das nicht so hier... Ne? Track Marker, genau. Und dann zeigt er dahin. Ich kann ja jetzt mit Tieren reden. Auch relativ neu erst. Und da war ja dieser Babybär, der alleine war. Und ich meine, die Mutter war auch nicht so weit weg davon. Vielleicht können wir dem irgendwie weiterhelfen oder so. Vielleicht isst er uns auch auf. Mal sehen. Erstmal, wie geht das? Quick Save. Quick Save. So. Reden. The cub looks up at you with the saddest eyes you've ever seen. Was ist denn los, Diggy? The cub stifles a sob. Oh, er ist, glaube ich, traurig. Möchte seine Mutter haben. Ja, das dachte ich mir fast. Ah, wir wissen schon, dass sie
Tot ist, okay. Können jetzt fragen, wie sie ausgesehen hat. Ich meine, wie sie aussieht. Jo, wie sieht sie denn aus? The bear cub blinks, sniffles. Like me, I guess. Only bigger. I've seen her, Mister. Riei. Wir haben einen Bären gesehen, der ist da drüben, ja. The cub brightens. Nein! Yo, er ist jetzt happy. Super, das habe ich ja gut gemacht. Junge, dafür, dass du gerade richtig happy bist, sie wiederzusehen, bist du aber ganz schön langsam unterwegs. Wo ist denn der andere Bär? Das war doch gar nicht so weit weg. Ich will gleich nochmal mit ihr, mit dem Vieh reden, wenn es den Bären gefunden hat. Aber wo ist der? Junge, beweg dich mal zu. Was dauert denn da so lange? Oh Mann. Hat jemand einen Haste-Zauber für ihn? Da ist er, jawohl. Oh. Jetzt wird's traurig, Leute. Denn hier liegt nur ein Dead Bear. Sei nicht sauer auf mich. The cub looks up at you with a Oh nein. The bear cub looks at you, eyes filled with sadness. Er ist nur noch traurig jetzt. The cub looks sadder than anything you've ever seen. Oh. Okay, konnten wir leider nicht weiterhelfen. Na gut. Schade, ich dachte vielleicht kommt da noch was anderes bei raus. Was Netteres. Das war aber nicht der Fall. So, was war? Hier war noch eine Ratte, hat Conrad, glaube ich, gesagt. Auf dem Weg, als wir den Bären gesucht haben, haben wir eine Ratte gefunden. Vielleicht. Da ist sie. Eine Ratte. What's up with you? You're terrified. What a chicken. Chicken. Here, chicken. You make me sick. Die macht sich nur über uns lustig. Na gut, okay. Dann, gehen wir mal zu Conrad. Der ist nämlich, in Fort Joy. Und wir haben uns überlegt, dass wir noch den Campboss Griff verkloppen wollen. Das gibt nämlich noch Gold und der ist eh ein Arsch. Deswegen hat er das verdient. Der unterjocht hier alle. Er ist ein Tyrann. Und ich bin der echte Tyrann mit meinem neuen Outfit. Deswegen gibt es jetzt Haue für ihn. So sieht's aus. Ja, Conrad, ich bin bereit, leg los. Oder soll ich loslegen? I don't know. Soll ich ihn einfach hauen? Wie macht man das denn? Kann man den Kampf starten, ohne zuerst zuzuschlagen? I'm fit for beasts. Er setzt sich da einfach hin. Du bist doch Camp Boss Griff, ne? So, pass mal auf, Camp Boss Griff. Du kriegst jetzt einfach von mir. Was kriegst du denn von mir? Ja, ich hau ihn gleich von heute. Ich überlege nur gerade wie. Womit? Mit welchem Skill sozusagen. Ich muss da hin. Okay, ich bin hier. Jetzt bin ich wieder hier. Ach so, du redest mit ihm, okay. Got your hands on my sparkler, did you? Well, put it to good use. The lasses I have at the card table could use a good shaker. Oh oh, die sind jetzt alle ein bisschen sauer auf dich. Es geht los! Haha! Du fängst an, dann ist er dran, dann bin ich dran. Dann ist er tot. I guess. Ja, hau sie! Die mit ihrem ollen Zauberstab.
Mach sie platt. Mann, du siehst echt schnieke aus mit deinem Kobold-Outfit. Das sieht ziemlich cool aus. Ei, fast tot mit einem Schlag. Das war krass. Invisible? Na toll. Er ist invisible. Das ist ja super klasse. Ja, Bogenschütze. Bogenschütze muss weg, alles klar. Oh, da heißt jemand Butter. Kann ich den Bogenschützen erreichen? Vielleicht mit so einem Jump? Oh ja, ich glaube, oder? Hey, da ist so ein Kreis eingezeichnet, aber ich kann da trotzdem nicht rein. Das ist ja doof. Gut, dann muss ich da hinlaufen und ihn hauen. Hinlaufen kostet 3 AP. Wie viel kostet denn nochmal dieser Bull Rush, den ich machen kann? Der war doch auch immer ganz gut. Weil dann kann ich meine anderen Skills nicht machen. Dann hau ich ihn einfach so. Kostet 5 AP und dann habe ich noch 1 AP für was anderes. Das machen wir. Friss das, Hilde! Du bist eh tot mit einem Schlag, oder? Nee, aber fast. Haben wir jetzt noch irgendwas anderes Nettes? Dome of Protection. Könnten wir eigentlich machen, um mal was zu zeigen, aber lohnt auch nicht. Ich mache jetzt Shackles of Pain auf. Ist zu weit weg. Alles zu weit weg, ne? Dann mache ich das auf Hilde, dann wird sie getötet, wenn mich jemand haut. Hehe. Wir sind jetzt miteinander verbunden. Na, pass bloß auf, Needle, dass du mich nicht aus Versehen angreifst. Komm schon, irgendwer muss mich aber angreifen. Hilde vielleicht? Alle machen Armor Frost. Erstmal ein gesoffen. Die buffen sich erstmal die ganze Zeit nur, ne? Hatten die nicht letztes Mal uns übel angegriffen, als wir aus Versehen in einen Kampf verwickelt wurden? Adrenaline. Kannst du auch, glaube ich, noch nicht so lange. Ein Liter Hagelschauer. Ja, wird nicht ganz zum Leveln reichen, die hier umzuhauen, aber anscheinend gibt es noch Geld dafür. Okay, Teleport wird doch nicht gemacht. Alter, Supernova ist ganz nice. Hey, da ist Camp Boss Griff. Hä? Bist du doof, Junge? Ja, 23 Schaden auf Hilde. Und Adrenalin. Und nochmal 32 Schaden auf Hilde. Du Tölpel, du. Jetzt stehst du neben mir, ne? Das ist nicht so clever, Junge. Du hast nicht so viel Leben. 2 Schläge, du bist down. Und ich habe mehr als 2 Schläge Zeit. Ja, na dann. Ich hau dich einfach. Was soll der Geiz? Und nochmal. So. So, was ist jetzt mit hier Butter? Komme ich da vielleicht hin? Auch nicht so richtig, ne?
Aber, oh, ich kann doch bestimmt hier so mich hinstellen. Mit einem AP. Und dann mache ich doch die Hörner. Vielleicht mache ich erst noch Adrenalin. Einfach zur Sicherheit. Dann mache ich die Hörner. Und jetzt kann ich so rüber rushen. Wo ist das denn? Was ist denn der Skill dafür? Da! Bull Rush! Hä, wieso kann ich in die Richtung nicht laufen? Ihr seid doch kacke. Das verstehe ich nicht. Ja, okay. Das ist natürlich super. Jetzt kann ich da nicht hinlaufen. Großes Kino. Wie viel Leben hast du noch? Nicht so viel, dann machen wir das jetzt so. Ich gehe jetzt hier hin. Toll, ich kann hier einfach, ich kann hier hinlaufen, aber nicht Bullrush machen. Das ist so blöd. Naja. Und tschüss. Lebt noch. Krass. Wie die einfach alles überleben hier. Unglaublich. Nur am Saufen. Könnt ihr euch mal gegenseitig angreifen vielleicht? Oder mich? Greif mich mal an, Hilde. Oh Mann, die wollen nicht, dass die Shackles of Pain sie killen. Bisschen schade. Sneaking failed. Was versuchst du, Konrad? Düdel, düdel, bam, setz dich auf den Stuhl. Will Source change back? Bin verwirrt. Was hat Butter vor? Ja, toll. Jetzt ist Butter so weit weg. Komme ich auch nicht hin. Ich habe auch nur so wenig, ne? Und dann so, und dann. Ich hau jetzt einfach Hilde. Ist jetzt so. Wenn ich will, der hat schon. Tschüss. Und dann laufe ich noch ein Stück. Ja, nicht der spannendste Kampf. Die haben im Prinzip überhaupt keine Chance gegen uns gehabt. Ja. Aber wir kriegen Loot. Das ist doch bestimmt was wert. Hier zum Beispiel irgendwie Fisch und Geld und irgendwelche Arme. Oh, eine Hand, die ich essen kann. Vielleicht. Overpriced Drudanay. Aha. Krass, okay. Ja, ich würde sagen, wir können bestimmt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Er hat mich vollgeschmissen mit Stuff. Naja. Ich würde sagen, wir looten offscreen mal ein bisschen. Und verkaufen wahrscheinlich Stuff, damit wir nicht zu schwer sind. Und so weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da wollen wir zu Gareth gehen und ihm sagen, dass die Shrieker weg sind. Und dass man jetzt den Angriff auf. Ich glaube, das war Bischof Alexander machen kann, ne? Dass wir den starten können. Und dann geht's richtig zur Sache. Da freue ich mich schon drauf. Also schaltet wieder ein beim nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.